Jesus Christus. Ich komme vor deinen Thron. Ich komme vor deinen Thron. So wie ich bin. So wie ich bin. Mit all meinen Problemen. Mit all meinen Problemen. All meine Sünden. All meine Sünden. Ich weiß. Ich weiß. Dass du mich dennoch liebst. Ich weiß, dass du mich dennoch liebst. Deshalb treffe ich jetzt diese Entscheidung. Deshalb treffe ich jetzt diese Entscheidung. Komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus. Komm tief in mein Leben. Komm tief in mein Leben. Ich brauche dich. Warte. Wasche mich rein. Wasche mich rein. Mit deinem kostbaren Blut. Mit deinem kostbaren Blut. Öffne dir. Öffne dir die Tür meines Herzens. Die Tür meines Herzens. Und nehme dich. Und nehme dich. Als meinen Herrn. Als meinen Herrn. Und Heiland. Und Heiland. An. An. Ich glaube von ganzem Herzen. Ich glaube von ganzem Herzen. Was ich mit meinem Mund erkenne. Was ich mit meinem Mund erkenne. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Gott in Person. Gott in Person. Die alle Macht gegeben ist. Die alle Macht gegeben ist. Du für meine Sünden gestorben bist. Du für meine Sünden gestorben bist. Und am dritten Tag. Und am dritten Tag. Auferstanden. Auferstanden. Und lebst. Ich danke dir, Jesus, dass du mich reingewaschen hast, dass du mir vergeben hast, dass du mir vergeben hast, dass ich dein Kind sein darf, dass ich dein Kind sein darf, und dass mein Name, dass mein Name in deinem Buch, des ewigen Lebens, das ewige Leben geschrieben steht. Geschrieben. Sende mir den Heiligen Geist, sende mir den Heiligen Geist, der mich führt und leitet, der mich führt und leitet, in deinem Wort, in deinem Wort, in Jesu Namen. Orhan, aus welchen Gründen gibt mir heute in die Taufe? Ich gebe meinen Glauben an Gott. Ja, dass er einen Glauben kann und dass er mich verbessert. Amen. Also bist du ein Nachfolger drin? Ja. Amen. Glaubst du an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist? Ja. Glaubst du, dass Jesus Christus Gott Mensch wurde? Ja. Dass er für deine Sünden am Kreuz gestorben ist? Ja. Und am dritten Tag auferstanden ist und lebt? Ja. Amen. Auf dein Bekenntnis hin taufe ich dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, auf den Namen Jesus Christus, in deinen Tod und die Auferstehung. Ja.